So Leute, willkommen zur wahrscheinlich letzten Aufnahmesession von Let's Play Mirror's Edge. Das letzte Mal haben wir eine Menge Sachen erlebt und heute begeben wir uns hier ins Finale. Ich habe jetzt gerade ins Ingame-Sound nochmal ein bisschen runtergeschraubt, weil das Spiel ist doch immer sehr laut, merkwürdigerweise. Jetzt muss ich mich erstmal wieder in die Steuerung reinfinden. Hier war Springen, da war dann Ducken. Ja, okay. Ach ja, hinfallen war da. Okay. Moment, ich versuche gerade nochmal zu realisieren, wie das Abrollen war. So nicht, aber ich werde schon rauskriegen. Egal. Ja. Heute bin ich ein bisschen ruhiger. Ich gehe das Ganze hier mit ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit an, weil dieses Spiel, ich habe so das, ja, ich fühle es so, als wäre das, ich möchte das nicht in den Dreck ziehen. Das ist ein saugeniales Spiel. Deswegen würde ich ungern meine übliche Art der Beklopptheit und Durchdrehung abziehen. Ich muss auch mal gucken, wo willst du überhaupt hin? Natürlich werde ich immer noch, ja, trotzdem so aufnehmen wie sonst auch immer. Nur eben halt jetzt das Finale. Beim letzten Mal mussten wir ja mit ansehen, wie unser, ich sag's mal, Auftraggeber und ständiger Helfer und vor allem Freund Merc das Zeitliche gesegnet hat. Und wenn ich jetzt rausfinden würde, wer dafür verantwortlich ist, ich habe eine Vermutung, dann werde ich, glaube ich, der Person die Wirbelsäule aus dem Arsch ziehen. Das, ja, ich habe eine Vermutung und ja, naja. Au, fail. Okay. Ja, aber ich weiß jetzt, wo ich lang muss. Ist ja nicht so schwer. Ach man, wie war das alles nochmal? So war an der Wand laufen. Okay, so war das. Genau so war das. Also, lauf bitte einmal an der Wand. So. Kürzen wir ein klein bisschen ab. Hopp. Genau. So, ducken. Und hopp, rüber. Und das hier versuchen wir jetzt nochmal. Way! Geschafft. Sehr gut. Da geht's rein. Das muss sein. Sparta! Aber es wird wahrscheinlich nicht mehr so oft sein, dass ich das rufen kann. Da. Und Sparta-Ram! Sparta-Rama! Ey. Sparta! Aha. Oh. Okay, Ding kaputt. Sieht jedenfalls so aus. Also, kann ich hiermit was tun? Nicht wirklich. Ah, hier ist ein Ventil. Das kann ich doch irgendwie benutzen. Okay. Da! Oh! Ja, wie schlau. Wie schlau von mir. Soll ich denn dann wieder zurück, oder? Ich versuch's einfach mal. Ich renne denn einfach mal um mein Leben. In der Hoffnung, dass... Obwohl, ich glaube, ich muss mich eher da hinten verstecken. Das scheint mir mehr so. Ich gehe mal hier hinter und versteck mich. Aha! Ah! Et voilà, Tür weg. Sparta-Rama! Na, weiter geht's. Oh-oh. Sparta-Mann! Oh-oh. Baka! Ja, Baka. Wow! Was hast du für Probleme, Mann? Wow, von wo? Hä? Da stand noch einer? Okay, trotzdem, Action braucht das Ganze. Wenn Action ist, dann mache ich Action. Action, Sparta! Ach. Okay, Knarre hab ich. In die Nüsse! So. Danke. Okay. Sparta.
Okay. Ah! 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 Shit! Nein! Okay, ich muss da irgendwie zum Fahrstuhl. Problem ist, Typi mit seiner super heftig Knarre ist da irgendwo im Weg. Schwarter Boy! Schwarter Girl meine ich, Entschuldigung. Hölzer da! Okay. Schwarterama. Stirb! Och komm. Ja, hallo, wie viel hält der aus? Ich hab den 10-mal ins Bein geschossen. Alter, was bist du für einer? Ach. Dumm Shadow. Dumm, 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 dumm. Da oben ist auch noch einer. Ach ja. Ich bin eigentlich tot. Ich bräuchte das gleich weiter zu versuchen. Es sei denn, ich kann den jetzt hier... Wall Shooter. Oh, komm. Nein, 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 nein. Ich hab Imba-Waffe. Imba-Waffe. Ich hatte Imba-Waffe. Okay, aber ich hab einen Plan. Hab einen Plan. Oh, komm. Oh, fick dich. Du bist ein Polizist, Junge. Einer. Spider-Man. So, vielleicht kann ich ja wieder ein bisschen Wall-Shooten hier bei dem. So, Deckung. Dankeschön. Wer will was? Alter, was habt ihr denn für Waffen? Eine Shotgun aus der Distanz? Komm schon! Vor allem, wie viele seid ihr schon wieder? Ficke dich. So. Sparta. Kann ich mich nicht hier einfach verpissen? Auf den Kopf! Ey! Alter! Das gibt's nicht! Ich schieß dir auf den Kopf! Hallo! Ach ja, nee, komm, töte mich. Töte mich! Danke. Ganz ernsthaft. Spring doch nicht daneben. Gott. Fleischschild. Sturm. Ja, komm. Fick dich. Ich gehe jetzt anders vor. Ich gehe jetzt auf Sturm, ey. Ist mir scheißegal. Ich versuch das mal. Ja, nimm doch die... Alter, so wie das Ding streut, trifft die mich an... Trifft der mich andauernd, das gibt's nicht. Ja, hallo! Oh, Mann! Stirb aus! Hallo! Oh, meine Fresse! Uah. Gut. Ja, ja. Du bist da oben ganz toll. Ich geh jetzt mal hier durch die Tür. Mal gucken, was du davon hältst. Stirb! Alter! Ich knall dem wie viele Kugeln auch immer in den Kopf. Und das interessiert den nicht. Das gibt's doch nicht. Okay, Sprungattacke. Ja, jetzt ist ein Kopfschuss auf einmal tödlich, ne? Nein, ich nehme die da, die hatte er nämlich in der Hand. Ich gehe jetzt mal hier rum. Und ich meide diesen Arsch, ey. Angriff. Angriff. Pier. Ach, schon viel besser. This is more like it. Ja, der steht da immer noch. Ja, ich bin ein Wallshooter. Aber auch nur manchmal. Auch nur an Feiertagen. Was hat der da? Auf jeden Fall was Schöneres. Fuck it. Oh!
Fick dich! Ich gewinne! Mia wins! So? Ah! Gut! Ha! Das nimmst du schön mit. So weit kommt das noch. Dieses Baby lass ich nicht aus den Händen. Ich nehme noch auf, oder? Ich nehme auf, sehr schön. Dieses Baby hier gebe ich nicht mehr aus den Händen. Ding! Die Sicherheitsfirma Pirandello Kruger wurde autorisiert, bis zur erneuten Verhaftung von Kate Connors weitere Einheiten hinzuzuziehen. Es gibt Gerüchte, dass die vermisste Verdächtige aus dem Mordfall Robert Pope Connors zur Flucht verholfen hat. Ja, ist richtig. Ich soll auf den Stuhl. Na okay. Okay, gewonnen. Dann gebe ich das Ding halt her. Ach ja. Ja, Mano. Was habt ihr extra gemacht? Oh, fuck. Oh. Gute Arbeit. Durchsuchen. Fuck. Was? Erschießen Sie mich auch? Nein. Sie sind Kates größte Hoffnung. Waren das Ihre Leute? Nein, die sind von PK, Pirandello Kruger, privater Sicherheitsdienst. Was geht hier vor, Miller? Der Mord an Pope. Hat sich herausgestellt, dass Sie einen Insider hatten. Roadburn? Ja, Sie hatten recht. Ich habe selbst versucht, Antworten zu bekommen. Aber warum Kate? Sie brauchten einen CPF-Cop als Popes Mörder. Keine Zeit für Erklärungen. Gehen Sie mit dieser Kommunikationseinheit aufs Dach. Dahin haben Sie Kate gebracht. Ich melde mich, wenn es sicher ist. Ich halte Sie auf. Das Dach. Gehen Sie. Jetzt. Sieht so aus, als könnten wir doch noch jemandem trauen. Let's go. Oh, fuck. Und... Ratatatatata. Oh, fuck it. Du. Nein. Oh, fuck. Ey, das ist doch schon wieder... Wieso brauchst du ein halbes Jahrhundert, um das Ding wegzulegen? Vor allem, warum legt es weg? Warum verprügelt sie nicht mal jemand mit dem Ding? Ah, shit. Okay, ein Schuss. Ist halb so wild. Na. Ah, fuck. Nein. Weg. Shit. Ich komme hier aber auch nicht weg. Fuck. Yes! Nein! Huhu! Hab ich ihn? Ja, ich hab ihn. Sehr gut. Und weiter. Ah! Aufzug! Oh oh. Wenn ich nun mal sicher gehen dürfte. Oh oh. Uah. Komm! Oh. Uah. Okay. Okay. Das Ding hier behalte ich. Ich bin froh, dass man mir das noch gegeben hat. Phew. Hältst doch mal die Fresse. Ja, komm. Lassen Sie Ihre Waffen fallen. Bleiben Sie, wo Sie sind und bereiten Sie sich auf Ihre Verhaftung vor. Fick dich. Okay, okay. Ja. Ich bin im Überwachungsraum. Ich habe Sie auf dem Monitor. Sie müssen aus dem Aufzug raus. Sie kommen. Ja, nur wie? Wie soll ich denn da... Ist nicht euer Ernst. Keine Spur von ihr.
Hä? Was soll ich denn da machen? Das raff ich nicht. Du willst da runter. Sag mal, bist du bekifft? Die Dinger kommen hier so schnell an. Das schafft man niemals. Ich sehe die ja nicht mal. Da komme ich da hin? Ja! Ich schaffe es! So. Wow. Mach das. Oh, danke, liebe Säule. Okay. Ah, gut, da ist eine Stange. Sie sind im Aufzugsschacht. Also, irgendwo da drin müsste es einen Zugang zum Belüftungssystem geben. Es führt Sie nach draußen. Auf der anderen Seite des Gebäudes müssten Sie einen Weg zurück nach innen finden können. Wenn ich was sehen könnte. Gott! Ich kann nix. Guck doch nicht nach unten. Aha. Okay. Okay. Verstehe. Hä? Kann ich den Lüftungsschacht irgendwie kaputt machen oder so? Nö, natürlich nicht. Das war klar, dass das nicht funktioniert. Und was alles nochmal? Okay. So bekifft. Okay. Sam! Okay. Oh, achso. So. Okay. Und sauber. Ich habe Angst, dass sie sich denn jetzt. Ja. Nein! Oh. What? Ach so. Ah, okay. Ja. Doch, das akzeptiere ich. Das akzeptiere ich. Du willst doch hier hoch, oder? Bitte sag mir, dass du hier hoch willst. Ich bring dich um, wenn du mich jetzt anlügst. So. Okay. Soweit, so gut. Was soll ich das denn machen? Oh Gott. Da oben. Okay, okay. 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 Oh. Ach so. Ah. Okay. Noch mehr okay. So, jetzt müsste ich was sehen können. Ah, da. Hier ist Boden. Gut. Alter. Sehr praktisch, wenn man hier so viel sieht. Ah, aber ich starte hier, okay. Es geht schon wieder los. Wallrun ist nicht aktiviert und so. Dann brech dir wenigstens das Genick, wenn du aufprallst. Gott. Okay. Moment. Soll ich denn da hoch? Eine wunderbare Beleuchtung in einem wunderbaren, verschissenen Raum. Mann, ich kann hier nicht mal was sehen. Das ist so dunkel. So, jetzt kann ich da runter. Und das bringt mir...
Ey. Gerade bleiben. So. Nee. Nee. Funktioniert natürlich nicht. Funktioniert natürlich auch nicht. Ja. Sehr praktisch. Hinter mir ist nix. Okay, das auch so machen, dann spare ich mir Zeit. Aber wie soll ich da hochkommen? Ich hier nicht mal was sehe. Ach, ernsthaft. Außerdem, willst du jetzt nach oben oder nach unten? Willst du da irgendwie hin? 2 Millimeter nach links. Nach rechts. Okay. Ja, na geht doch. So. So müssen wir arbeiten, Madame. Genau. Genau so. So können wir Partner werden. So. Jetzt willst du oben oder... Nee, unten willst du garantiert nicht. Als ob du eine Wahl hättest. Ups. So. Mann, kann ich hier viel sehen. Hältst du dich bitte fest? Dankeschön. Oh. Wie viel... Wie groß ist er? Woohoo, Ralle! Du Barrel! Das hätte in diesem LP irgendwie auch gepasst. Da ist nix. Und so geil, wie einseitig dieses System hier. Ein Scharfschützen ist überwacht, dieses Gebiet. Sie können auf der anderen Seite wieder rein. Seien Sie vorsichtig, Faith. Wo ist hier die andere Seite für dich? Da hinten irgendwo. Ach, ja. Uah! Ganz klasse. Ja, super. Wow! Ach. Nee. Pff. Wie viele von denen lungern hier eigentlich rum? Vor allem, wie können die mich sehen? Das finde ich noch interessanter. So. Kann ich darüber? Ja, kann ich. Und sicher. Darüber kann ich nicht. Da komme ich nicht hoch. Da ist ein Sniper. Die Musik ist aber geil. Das muss ich gerade mal echt sagen. Die Musik ist gerade saugeil. Ah, okay, warte. Das ist doch positiv jetzt gerade. Ja, das ist soweit es gehen positiv. Scheiße. Okay, okay. Sind die da oben? Sind die über mir? Okay, selbst wenn. Da hinten ist einer. Da hinten ist noch einer. Da hinten einmal hin. Wow. Okay. Ich schleiche mich hier einmal durch den Schatten. So ein bisschen Metal Gear Style. Wow. Oh fuck, du hast mich doch gar nicht getroffen. Da komme ich so nicht rüber. Aber wenn ich da hier hoch... Moment. Dann kann ich da. Dann kann ich. Ja! Dann kann ich. Ja! Und bin sicher. Okay, ich bin hier drüben. Jetzt muss ich da hoch. Ratzatze! Guess what, motherfuck? Dankeschön. Sonst ruhig. Noch! Am Arsch, meint ihr. Was war das denn für eine Aktion? Ups. Tschüss. Gut. Da ist noch einer, aber an den komme ich jetzt so nicht ran.
Ach, wie geil. Ich will auch noch Verstärkung haben. Man hat's mir ja gesagt, aber ich wollte ja nicht hören. Ich renne einfach mal das, was ich am besten kann. Gut. Wo muss ich hin? Da. Warnung. Hochsicher, Hochspannungsscheiße. Da ebenfalls. Ja, beweg dich. Da muss ich rüber. Wah! Wah! Okay, kann ich da nicht irgendwie hoch? Nee, Warnung, Hochspannung. Bäh. Da, Bingo. Komm hoch mit dir. Und jetzt juggle dich da schnell noch. Mano. Es hat so gut gelaufen. Aber wo sind denn die? Was? Alles nochmal? Wisst ihr, wie viel das war? Hallo. Seit neuestem sind Save Points nichts Illegales. Alter, alles nochmal? Och, fick dich. Arschloch. Ha. Gut. Ja, aber hallo, das ist so viel. Nee, da ist der eine. Nein, 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 nein. Fuck. Darüber. Gut. Schalten wir den da aus. Ich darf doch mal, oder? Okay. Wo waren jetzt die anderen? Schüsse, sie kommen von irgendwo. Ich würde am liebsten hier schon ausschalten. Weil wenn ich noch länger warte, hast du gesagt, wenn ich jetzt wieder vorangehe, bin ich wieder gearscht. Aber ich sehe sie ja nicht mal. Da ist keiner. Okay. Ich muss das Ganze echt mal jetzt vorsichtig vorgehen, also... Von wo? Da unten! Oh, ihr Pussys! Ey! Nee! Da unten bin ich doch gerade hergekommen! Und jetzt den ganzen Kack nochmal, ey! Och! Mal ernsthaft! Immer alles nochmal. Das nervt. Jetzt renne ich einfach. Ja, klar! Ihr könnt mich in der Luft abschießen! Mhm. Was seid ihr, Supersniper? Fickt euch! Du da oben! Der hat dich nur geschlagen! Mädchen, der hat dich geschlagen! Bist du? Komm. Und immer alles von vorne. Dann haben wir da hinten auch noch zwei Pussys, die auf einmal da spawnen. So wie ich das sehe. Weil ich das immer noch für unlogisch halte. So. Dass die auf einmal da sind. So von 0 auf 100. Vorher können sie sich auch schon abschießen.
klar. Sie schicken Verstärkung. Wo war der Clown jetzt? Tschüss. So. Au! Okay, komm, ich werf das Ding einfach weg und versuch's auf meine Art und Weise. Nämlich jetzt weiß ich ja, wo ich lang muss. Das heißt, ich kann hier schneller rüber. Wenn ich jetzt balancieren kann. Komm, geh rüber! Rüber nicht! Runter, du Nuss! Komm, geh da hoch. Oh mein Gott. Ja! Alter, wie könnt ihr mich denn da auch abschießen, wenn ihr da unten steht? Ganz ehrlich. Das ist so dumm. Ist doch ein richtiger Kampf, traut ihr euch nicht. Aber immer von hinten irgendwo abtauchen, ey. Das. Verdammte Scheiße. Ich sehe die ja nicht mal. Ach, fick dich. Mann. Bist du einfach gerade umgefallen? Mann, ey. Fick dich. Oh. Fick dich einfach. Halt dich fest. Da kommst du schon wieder, Clowny McClown Clown. So. Fick dich. So. Weiter, weiter, weiter. Wie jetzt? Okay, auf eure Verantwortung! Ja! Nein! Schwarzer! Ach da. So, der jetzt das Zimmer hier. Nutzlos! Nutzlose Stühle, nutzloser Tisch, nutzlose Innenarchitektur! Viel zu blau! Vor ihm gibt es einen Aufzug. Ich habe ihn entriegelt. Fahren Sie mit ihm zum Serverraum. Okay, okay, okay. Dann müssen Sie in die oberen Stockwerke und zu Kate kommen. So. Boah. Phew. Shisha Lama. Oh, ich muss was trinken, ey. Boah, fuck that. Ich hoffe, das geht nicht mehr zu. Die Sicherheitstüren zum Dach sind zu. Zerstören Sie die Server. Der Strom wird lange genug weg sein, damit Sie die Tür öffnen können. Super. Kriegst du überhaupt was gebacken, Junge? Die Überwachung der gesamten Stadt liegt vor Ihnen, Faith. Die über... was? Verdammt, es klingt, als hätten Sie Kate aufs Dach gebracht. Ein Helikopter ist im Anflug. Sie müssen sich beeilen. Was zum... Fuck. Miller. Granaten. Ja. Super, ich drücke natürlich die falsche Taste und mache vor ihm Bauchplatscher. Das war sehr intelligent. Ich wollte ihn eigentlich die Treppe runterkicken. Wie, das geht hier jetzt eigenes Kapitel? Ja. Ja, cooler, cooler, cooler. Och, nicht schon wieder so ein Clown. Das ist schon wieder so eine Pussy. Mit seiner Bazooka da. Überwachung der gesamten Stadt. Ja, kommt mal her. Ihr könnt ruhig mal herkommen. Ich mag Besuch. Miller. Ja. Oh, fick dich. Mann. Und jetzt muss er mir immer die Cutscene laden? Muss das sein? Ist das nicht ein bisschen sehr unnötig? So, da kommt ihr. Ja, ja. Ja, natürlich, das kannst du.
Das kannst du auch und das hier auch. Fick dich. Mann, bist du scheiße. Ich laufe jetzt einfach. Was willst du? Ja, fick dich, halt's Maul. Och. Nein! Geht die? Wieso? Nein! Nein, nein, nein! Ja, klar! Ja, klar! Fick dich! Mann! Wo soll ich denn hin? Das, ich liebe das, wenn du keinen Plan hast, wo du verfickt nochmal hin sollst. Was? Was denn jetzt? Hä? Da oben willst du irgendwo hin? Ja! Hä? Oh! Okay, okay! Du willst Partystressung? Ich geb dir Partystressung! So, sorry Leute, ich dreh grad durch, aber das muss so sein. Gib mir das! Ja. Klasse, und nu? Bin ich übermächtig! Okay. Okay. Ich bin sehr gut bewaffnet. Aber ich habe keinen Plan, wo ich hin soll. Soll ich die Tür mal aufknallen? Krasse Tür. Geil, ich krieg kein Zeichen, wo ich hin soll. Aber überall liegen Waffen, das gefällt mir schon eher. Was ist das denn für eine? Die habe ich ja noch nie gesehen. Okay. Wie habe ich es eigentlich geschafft, jetzt alle auszuschalten? Hm, keine Ahnung. Stil. Ach komm. Ist ja eh keiner mehr da, den ich irgendwie ermeucheln könnte. Warte mal, war nicht irgendwie die Rede von, mach kaputt und so? Mach kaputt und so? Richtig so? Hm. Aber toll, irgendwann, ich habe ja keine Knarren unendlich. Okay. Den kann ich nicht. Und den kann ich auch nicht kaputt reden. Okay. Das wollt ihr also. Na. No. Dummes Ding. Dummes. Dummes Teil. Hä? Ah, muss ich die von der Seite pupsen? Nee. Muss nicht. Oder von der Blinky-Blinke-Seite. Da hinten ist noch eine Seite, okay. Boah, die Musik ist geil. Ah, ich glaube, ich sehe schon. Hm? Okay, ich glaube, ich verstehe. Ich glaube, ich soll alles von den Seiten kaputt machen, wo Blinky-Blinke dran ist. Oder nee, warte, ich sollte doch nach oben. Gah! Vielleicht ist ja schon offen. Da hat das ja gereicht. Hm, not really. Das heißt, da müssen noch mehr sein. Die kaputt müssen. Oder ich stelle mich einfach nur wieder doof an. Option. Hä? Mann.
Ich hab doch alle jetzt. Ja. Ich hab alle. Nee. Auch nicht. Woohoo! Das ist kaputt, das ist kaputt. Soll ich noch kaputt machen? Ich zerlege euch ja gern die Bude, wenn ihr wollt, hört mal, aber... Ja, irgendwie... Bin ich gerade planlos. Bräh. Kaputt, kaputt, kaputt. Auch nicht. Auch nicht. Hä? Oder gehst du jetzt endlich mal auf? Tür. Hä? Ich fühle mich gerade, als hätte ich stark was übersehen. Also, da haben wir welche, da haben wir welche. Aber alle, ja, sind ja soweit kaputt. Alle kann ich euch nicht zerledern? Ich kann doch schießen. Bringt mir nur nichts. Oder ist die... Ach, die Tür schon offen. Weißer Adler auf weißem Grund. Ne? So sieht das hier aus. Okay, okay. Ja, mir dumm. Nee. So. Auf zum Dach. Wurp. Hehe. Roof Access. Ah, sehr schön. Yeah! Okay. Und nu? Hallo, Faith. Du. Aber wie konnte ich... Genau diese Einstellung. Genau deshalb konnte ich es. Wessen Handlanger bist du? Sagen wir einfach, ich weiß, wer die großen Fische sind. Callahan. Warum wir? Klassische Kriegsführung. Die Kommunikation unterbrechen, die Boten ausschalten. Ohne Pope und ohne die Runner werden eure Kunden, diejenigen, die die alte Stadt einfach nicht aufgeben wollen, abgeschnitten. Verwundbar. Dann kann sich diese Stadt befreien vom übrigen Dreck. Also ist das nur der Anfang. Ich betrachte es lieber als ein Ende. Doch, du hast wirklich gute Arbeit geleistet, hast all die offenen Fragen beantwortet über Popes Ableben. Deshalb bist du noch am Leben. Du kannst nicht dein ganzes Leben am Rand verbringen. Früher oder später musst du springen, Faith. Scheiße. Weißt du was, Junge? Fick dich! Auf Wiedersehen!
Ja, Leute, das war Let's Play Mirror's Edge. Alter. Geiles Spiel. Saugeiles Spiel. Wirklich, also hat seine Fruststellen, wenn man es das erste Mal spielt, weil du echt manchmal glaubst, du, ja, das wäre geschafft. Wow. Oh, nee. Ich bin fertig gerade. Das hat so diese Action-Sequenzen, das durch die Grafik und durch das Gameplay, du fühlst dich wirklich, als würdest du die ganze Zeit davonrennen. Das ist wirklich geil gemacht. Also, Mirror's Edge, echt, ich kann es jedem nur empfehlen, der eine PS3 oder Xbox 360, ich glaube, es gibt es auch mittlerweile für PC, jeder, der es besitzt, sollte dieses Spiel wenigstens mal angetestet haben. Ist manchmal echt ein bisschen schwierig, weil man eben halt sehen muss, wo man hin soll. Man sieht so wenig, wo man hingehen soll, was man tun muss. Und dann wird das nur noch von so einer komplexen Storyline. Na, komplex ist sie nicht. Sie ist im Grunde simpel. Aber man kriegt wieder so viele Fragen aufgeworfen. Wer war das? Wieso war das? Wieso? Wer? Und es nimmt einen auch ziemlich mit, weil man wird irgendwie andauernd hintergangen. Und ja. Nee, oh. Legt es euch zu. Ich kann's echt euch nur empfehlen. Wow. Ja, was jetzt meine kommenden Projekte angeht. Ich werde jetzt erstmal wieder versuchen, auf ein oder zwei Projekte runterzukommen, damit ich, nicht so an meinem Headset ziehen muss. Nee, damit das eben halt auch für mich selber einfacher ist. Und von daher, hoffe ich, dass das, es ist hoffentlich für euch okay, weil zwei Projekte, das ist, glaube ich, mehr als genug. Meine Liste ist noch lang genug und, ja. Oh, die Musik ist auch wunderbar, also das ist für mich immer so ein Hauptpunkt in Spielen, wenn die Musik einfach geil ist, dann vergesse ich manchmal alles. Ein grausamer terroristischer Anschlag auf die Scherbe hat 9 Opfer und viele Verletzte gefordert. Ein Mitglied von Callahans Team sagte, dass ein Sicherheitsverstoß zu Stromausfällen in mehreren Systemen geführt hat, die dem Schutz der Öffentlichkeit dienen. Dies führte zu Chaos in der Scherbe und der ganzen übrigen Stadt. Die Verdächtigen sind die des Mordes angeklagte ehemalige CPF-Beamtin Kate Connors und ihre Schwester Faith Connors. Obwohl das ganze Ausmaß und der Grund für die Stromausfälle noch unklar sind, hat dieser Vorfall viele beunruhigende Fragen aufgeworfen. Welche Rolle spielen beispielsweise die sogenannten Runner bei der Destabilisierung des städtischen Betriebs? Als Reaktion auf den Vorfall wird das Sicherheitsunternehmen Pirandello Kruger die CPF bei der Bewachung der Stadt unterstützen. PK und das Büro des Bürgermeisters empfehlen den Bürgern außerdem, die Kommunikation über Handy und E-Mail aufgrund von Sicherheitslücken so lange einzuschränken, bis zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen greifen. Der Aufenthaltsort der beiden Verdächtigen ist derzeit unbekannt. Krass, ey. Wow, Mann, Mann, Mann. Nee, also, das macht einen auch echt, also, man kann nicht, also, da, man muss dieses Spiel irgendwie in Vorsicht genießen. Die Musik wieder. Es ist auch teils wie ein Film. Man hat mir jetzt auch gesagt, ich habe ein Easter Egg verpasst, als ich auf den Konvoi schießen musste, im letzten Kapitel, in Kapitel 8. Ja, woher ich das wissen sollen? Dörr? Da habe ich nicht nachgeguckt, also ja, aber man sagte mir, man muss da irgendwie auf so ein Schild schießen und dann passiert irgendwas, Easter Egg, bla. Ja, habe ich jetzt nicht gesehen und da ganz nochmal hinzudödeln, das kann jeder mal für sich selber machen. Das als Let's Player soll man ja auch nicht jedem alles wegnehmen, also nicht immer zumindest. Und das sollte man vielleicht schon mal selber herausfinden. Aber ich hasse Credits. Das dauert so ewig. Kann ich die nicht skippen? Beenden? Oh, wie geil. Okay. Nee, Leute, sorry. Ich hasse Credits. Ganz ehrlich. Ich mag die nicht. Ich habe mir das jetzt schon lang genug angeguckt. Das mag ich nicht. Nee.
Auf jeden Fall, Leute, das war Let's Play Mirror's Edge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. See ya, Leute.